Wir haben bewiesen, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass wir fähig sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Und das war kein Einzelfall oder nicht die Frage eines Spiels, sondern wir haben 7 Spiele gut gespielt. Wir haben teilweise hervorragende Leistungen gebracht, bis gut. Wir sind nie in ein Tal geraten bei dieser Weltmeisterschaft, sondern wir haben alle 7 Spiele auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Und ich kann mich nur wiederholen, wenn ich sage, dass keine Mannschaft hier bei diesem Turnier es mehr verdient hat als die Deutsche. Es habe heftige Proteste des Titelverteidigers gegeben, meint dieser argentinische Reporter. Wie sah er die beiden Platzverweise und den Elfmeter? Na gut, die Ausschlüsse, glaube ich, waren eine logische Folge des Spiels. Gut, über den Elfmeter kann man sich sicher streiten. Die Argentinier werden sagen, es war kein Elfmeter. Der Schiedsrichter hat entschieden, er hat Elfmeter gegeben. Aber ich glaube, das war auch nicht der Punkt in diesem Spiel, sondern wir hätten ohnehin irgendwann ein Tor gemacht. Und wenn es in der Verlängerung war, wir haben heute mit sehr viel Geduld gespielt und das hat sich ausgezahlt. Ich glaube, das war das Wichtigste heute, mit sehr viel Geduld zu spielen und dass wir die bessere Mannschaft waren, das haben wir von Anfang an gewusst und das haben wir auch demonstriert. Wir haben 90 Minuten die Argentinier unter Druck gesetzt. Wir haben sie 90 Minuten lang zurückgetrieben und haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Es ist nur schade, dass die Argentinier nicht mitgespielt haben. Sie haben sich nur aufs Verteidigen verlegt, sie haben sich nur auf das Zerstören des Spiels verlegt. Daher kann man sicherlich nicht von einem großen Finale sprechen. Herr Beckenbauer, können Sie kurz zusammenfassen, was die Mannschaft besonders ausgezeichnet hat? Und ist der Guido Buchwald vielleicht mit seiner heutigen Leistung so ein Paradebeispiel für die Stärke der Mannschaft? Der Guido Buchwald hat in allen 7 Spielen eine Weltklasseleistung gebracht. Und ich, wenn ich jetzt persönlich meine eigene Mannschaft einschätzen muss oder einschätzen will, dann kommt Guido Buchwald, wenn man alle 7 Spiele betrachtet, an die erste Stelle. Frage eines amerikanischen Journalisten. Dies ist wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft mit der Beteiligung Westdeutschlands gewesen. Erwarten Sie, dass in einem vereinten Deutschland die Mannschaft noch stärker wird und in der Zukunft den Weltfußball bestimmen wird? Ja, ich meine, wir sind Weltmeister. Da kann man annehmen, dass eine Mannschaft perfekt gespielt hat. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass die Mannschaft bzw. die Auswahl noch größer wird. Sie wird noch kompakter werden durch die Spieler aus Ostdeutschland. Und wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Wir sind schon lange die Nummer 1 in Europa. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein.